So, nochmal guten Tag zusammen. Herzlich willkommen zu unserer ersten Pressekonferenz des Jahres 2017 mit unserem neuen Cheftrainer Dieter Hecking und Sportdirektor Max Eberl. Sie habt alle unsere Pressemitteilung vor Weihnachten bekommen. Trennung von André Schubert und die Tatsache, dass Dieter Hecking unser neuer Cheftrainer ist. Es gab keine Gelegenheit mehr, da noch eine Pressekonferenz oder einen größeren Pressetermin zu machen. Deshalb aber heute vor dem Trainingsstart quasi als ersten offiziellen Termin für Dieter Hecking hier die Pressekonferenz und die Vorstellung unseres neuen Trainers für die Medien. Max, vielleicht kannst du einsteigen heute nochmal kurz aus deiner Sicht zurückblicken auf die Tage vor Weihnachten und dann sicher auch vorausschauen auf das, was jetzt vor uns liegt. Ja, also auch von meiner Seite erstmal allen, die ich noch nicht gesehen habe, ein frohes, neues, gesundes Jahr. Auf eine gute Zusammenarbeit auch in diesem Jahr. Das ist ein großer Wunsch, den ich habe. Habe ja letztes Jahr, Ende letzten Jahres, noch häufig Rede und Antwort stehen dürfen oder müssen bezüglich unserer Entscheidung, die wir getroffen haben. Wir haben im Dezember für uns gespürt, dass wir eben was Neues machen wollten, dass wir aus unserer Sicht ein Stück weit auch einen neuen Impuls brauchen, um eben ja, in der Bundesliga wieder ein Stück weit in die Gefilde zu kommen, die wir uns vorstellen, dass wir ein Stück weit aus der Tabellensituation, in der wir uns gerade befinden, befreien und wieder einen Schritt nach vorne machen können. Wir hatten das Gefühl, mit André gemeinsam in der Diskussion, dass das schwer werden würde mit André Schubert. Dementsprechend haben wir uns dann eben auch entschieden, nach dem letzten Spiel gegen den VfL Wolfsburg von André zu trennen. In einer, finde ich, sehr, sehr korrekten Art und Weise. Aber gleichzeitig auch den nächsten Schritt einzuläuten, mit Dieter Hecking einen Trainer dazuzunehmen, der die Situation sehr gut kennt, in der wir uns befinden, sportlich. Ein Trainer, der Erfolg kann, ein Trainer, der mit jungen Spielern kann, ein Trainer, der, finde ich, aus meiner Sicht sehr, sehr gut zu Borussia Mönchengladbach passt. Und deswegen war ich oder wir als Verein sehr froh, dass A, Dieter auf dem Markt war, aber B auch, dass er bereit war, uns zu helfen in der Situation, in der wir uns gerade befinden. Und dementsprechend war dann eben der Entschluss, Dieter Hecking als neuen Cheftrainer einzustellen, relativ schnell gefasst. Und wie gesagt, wir hoffen jetzt, dass wir mit seiner Erfahrung, mit seinen Qualitäten, die er schon in zahlreichen Vereinen nachgewiesen hat, auch hier im Borussia-Park an den Tag legen wird und uns mit uns gemeinsam gute Spiele machen wird, erfolgreiche Spiele machen wird, dass wir uns aus der Region befreien, wo wir uns gerade befinden, dass wir vielleicht das große Ziel, das ich vor der Saison ausgegeben habe, Einstelligkeit noch erreichen können und dass wir in zwei Pokalwettbewerben, in denen wir uns noch befinden, Bestmögliches erreichen können. Das ist der Wunsch, den ich habe. Das waren die Entscheidungen, die quasi vor Weihnachten noch gefällt worden sind. Und heute sitzen wir hier und dürfen alles vorstellen. Ja, danke schön, Max. Dieter, du warst schon mal ganz kurz in Mönchengladbach, kurz vor Weihnachten, um den Vertrag zu unterschreiben, um erstes Gespräch auch mit dem Präsidium zu führen. Bist also schon zwei Wochen Cheftrainer von Borussia Mönchengladbach. Aber das war die Zeit, wo auch die Mannschaft dann im Urlaub war. Du wirst die Zeit sicher auch genutzt haben, um dich schon einzuarbeiten in die Thematik. Bitte sag auch was aus deiner Sicht zu den Gesprächen mit Max und mit Borussia und zu deiner Entscheidung, hier bei Borussia anzufangen. Ja, erstmal schönen guten Tag auch von meiner Seite. Ich wünsche erstmal allen ein frohes neues Jahr. Ich glaube, so alt ist das Jahr noch nicht und das können wir gerne noch machen. Und ich muss mich einerseits erstmal bedanken bei euch. Ja, ich glaube, ich habe die Situation vorgefunden, dass ich wirklich am 23. lang geplanten Familienurlaub hatte, weil ich noch nicht gedacht hatte, so schnell wieder einzusteigen. Aber dass ihr mich da weitestgehend in Ruhe gelassen habt, dass ihr mich nicht bombardiert habt mit Fragen, was machst du, wie geht's los mit dir. Ich glaube, das war sehr, sehr angenehm. Deshalb ein Dankeschön, dass ihr mir die Zeit gegeben habt, dass ich meiner Frau nochmal 12, 13 Tage komplett zur Verfügung gestanden habe, weil sie weiß, dass ich jetzt 100% Borussia bin und 100% abverlangt werden von mir für die Aufgabe bei Borussia. Also, und ja, die Gespräche mit Borussia Mönchengladbach, mit Max, sehr vertrauensvoll,
vom ersten Moment an, wo der Kontakt gesucht worden ist, sehr offen auch in der Kommunikation mir gegenüber, was für den Fall X passieren wird. Ja, deshalb war ich da ein bisschen involviert im Vorfeld der letzten beiden Bundesligaspiele, was eventuell passieren könnte, aber immer mit aller Offenheit auch gegenüber André Schubert, dem darf man hier nicht vergessen. Ich glaube auch, dass von meiner Seite als Kollege, es ist immer schade, wenn ein Kollege seinen Job verliert. Ja, aber ich glaube, dass André hier für die Borussia eine tolle Zeit gehabt hat, auch wenn es am Ende nicht mehr gepasst hat. So eine gewisse Parallele vielleicht zu mir mit Wolfsburg. Ja, aber das will ich hier gar nicht unter den Tisch kehren. Ich glaube, dass da wirklich in den letzten Jahren, auch mit Lucien Favre davor, sehr, sehr gut gearbeitet worden ist, dass die Borussia wieder da ist, wo sie eigentlich sich auch gerne sieht, wieder international vertreten mit einer guten Perspektive. Und das wurde in den Gesprächen auch sehr deutlich mir gemacht, was verlangt wird. Ja, und der Max hat so viel schon über mich gesagt, das brauche ich gar nicht alles ergänzen. Es stimmt alles, was er gesagt hat. Ja, ich kann Erfolg. Ja, ich war in dieser Situation, eine Mannschaft aus den unteren Gefilden wieder nach oben zu führen. Ja, ich kann mit jungen Spielern. Ja, und wenn das alles dazu geführt hat, dass man mir das Vertrauen gibt, Borussia Mönchengladbach wieder in die Region, in der Tabelle zu führen, die dann vielleicht auch wieder ein bisschen schnuppern lassen, dann ist das so. Aber die Momentaufnahme ist eine andere, das wisst ihr auch. Die Momentaufnahme ist nicht Platz 4, 5, 3. Die Momentaufnahme ist unsere Tabellenregion. Alles ein bisschen eng zusammengerutscht in den letzten Wochen. Ja, und da gilt es erstmal, den Hauptaugenmerk drauf zu legen. Aus meiner Sicht zu versuchen, die Mannschaft wieder zu stabilisieren. Das war so ein bisschen, glaube ich, das Problem am Ende der Vorrunde, dass ein bisschen die Stabilität verloren gegangen ist, das Selbstvertrauen wieder kommen muss. Und ich denke, das wird der Hauptaugenmerk sein. Wir haben eine kurze Vorbereitungsphase. 2,5 Wochen ist nicht viel. Ja, das müssen wir uns allen bewusst sein. Aber ich glaube, dass die Mannschaft doch auch so eine Qualität hat, dass sie sich, wenn sie wieder zusammenfindet, wenn sie wieder die Stabilität hat, dass sie dann auch wieder die erfolgreichen Spiele abliefert, die Punkte einfährt. Und Sie wissen auch, Sie haben die Spiele viel mehr verfolgt als ich, wie viele Spiele in der Vorrunde wirklich am seidenen Faden hingen, wo hätte man auch gewinnen können. Hätte man vielleicht 6, 7 Punkte mehr, wäre jetzt vielleicht irgendwo 7., 8. und hätte eine glänzende Perspektive für die Rückrunde. Dann wäre ich aber gar nicht hier. Ja, also von daher bin ich sehr, sehr froh, dass ich bei Borussia dieses Amt übernehmen darf. Ja, freue mich auf die Aufgabe, freue mich auf die Arbeit mit euch. Sie wird immer offen sein, sie wird immer konstruktiv sein von meiner Seite. Ich bin fast immer erreichbar. Wenn ich nicht erreichbar bin, werde ich erreichbar gemacht irgendwann. Das kann ich euch auch versprechen. Aber ich pflege die offene Kommunikation. Das ist nicht so, dass ihr nicht nur mich kritisieren dürft. Ich werde euch auch kritisieren, wenn mir was nicht passt. Das schicke ich gleich vorweg. Damit müsst ihr leben. Aber ich denke, es ist immer das Beste, wenn man offen und ehrlich miteinander umgeht. Vielen Dank, Dieter Hecking. Und jetzt Ihre Fragen. Wir kommen mit den Mikros rum. Christopher Limberopoulos, Sky Sport News HD, fängt an. Ja, Hecking, wo wollen Sie denn da die Hebel ansetzen? Also Sie haben gerade gesagt, Selbstbewusstsein, Stabilität. Wie bekommen Sie das hin? Also was haben Sie sich da schon, klar, Sie haben ja mit Ihrer Frau Urlaub gemacht, aber haben sich ja bestimmt schon Gedanken gemacht, wie Sie das hinbekommen. Und wo muss der Kader aus Ihrer Sicht verstärkt werden? Also ich glaube, dass ich will gar nicht zu viel verraten. Ich habe nur so ein bisschen was quer gelesen. Es sind viele gute Ratschläge gekommen, ja, was ich alles machen muss, welche Maßnahmen ich ergreifen darf. Und überlasst es mir, was ich zu machen habe. Und ich glaube, da liege ich schon mal erstmal richtig, weil ich mit mir erstmal klarkommen muss, mit der Mannschaft. Ich muss mit der Mannschaft jetzt erstmal in Kontakt kommen, mit den Spielern in Kontakt kommen. Deshalb sage ich ja, ist die Vorbereitungszeit relativ kurz. Das wird das Hauptproblem sein, dass wir relativ schnell zusammenwachsen müssen als Gruppe. Die Gruppe muss sich auf einen neuen Cheftrainer einstellen, vielleicht auf einen neuen Führungsstil. Ja, das ist das eine. Aber die Mannschaft hat Qualität. Ja, das ist ja unbestritten und die gilt es wieder herauszuarbeiten. In welchem Spielsystem? Das werden wir mit der Mannschaft erarbeiten. Das werde ich jetzt nicht, ich kann sagen, ja, ich finde das System für die Mannschaft gut, ja, aber die Mannschaft kann sagen, Trainer, aber damit fühlen wir uns gar nicht wohl. Es muss ein Miteinander stattfinden und so werde ich die Aufgabe angehen. Und ich denke, da gibt mir bitte die Zeit, in den nächsten 2 Wochen das abschließend zu beurteilen, in der Kürze der Zeit, sofern das überhaupt möglich ist, um da Maßnahmen zu ergreifen. Dass wir ein bisschen Verletzungspech haben, ne, mit Patrick Herrmann, Ibrahim Touré, 2 ganz wichtige Spieler, die uns noch ein bisschen ausfallen, hoffe ich auch, dass wir die schnell dabei haben werden. Also da sind so ein paar Dinge, die man erstmal auf sich wirken lassen muss jetzt, ohne dass ich jetzt hier sofort ein Patentrezept am ersten Tag präsentiere. Ich glaube, das erwarten Sie nicht von mir. Ja. Carsten Kellermann für die Rheinische Post. Herr Hecking, guten Tag erstmal. Wie geht man so eine Aufgabe an aus dem Urlaub heraus? Natürlich haben Sie sich auch erholt, aber wie viel Prozent war da schon Borussia Mönchengladbach? Und wie weit können Sie jetzt schon sich mit Ideen da reingehen in das erste Training? Ja, das erste Training ist immer schon im Kopf drin, natürlich. Ja, nochmal, aber die Idee muss es sein, dass wir wirklich als Einheit auftreten, ja.
Das ist immer, das ist oft das geflügelte Wort. Manchmal wird es auch als Phrase hingestellt, ja, dass man, ja, was soll er auch anders sagen? Ja, aber es ist so. Und Borussia Mönchengladbach steht für Einheit, steht für Zusammenhalt, auch gerade in schwierigen Situationen. Das muss die Mannschaft vorleben, vom ersten Tag an. Ja, und dann kriegt man auch alle anderen mit ins Boot. Die Fans sind, das braucht man nicht zu sagen, sind für mich immer, weil ich hier gespielt habe, war immer ein Erlebnis, hier im Borussia Park aufzulaufen. Die müssen wir mitnehmen. Ja, wir können nicht erwarten, dass sie uns den Vorschuss geben. Wir müssen auftreten. Wir haben ein bisschen was verloren an Vorschuss durch die letzten Wochen. Ja, und den müssen wir uns zurückholen. Und das ist ein großer Schulterschluss, den wir kriegen müssen, der aber, denke ich, machbar ist. Ja, und dann, denke ich, wird es sein, dass wir gucken müssen, was passt am besten für diese Mannschaft, was ist das System, was sind die Spieler, auf welchen Positionen sind sie am besten einsetzbar. Und da bitte ich wirklich darum, lasst mich erstmal mit den einzelnen Spielern auch sprechen, um mir da das Bild rund zu machen. Und dann, denke ich, wird man relativ schnell sehen, wo wir hinwollen. Ja. Morten Ritter für dpa. Hallo Herr Hecking. Doppelfrage, hatten Sie schon Kontakt in irgendeiner Form mit der Mannschaft, mit einzelnen Spielern? Und zweitens, Sie haben gesagt, Sie hätten nicht damit gerechnet, so schnell wieder einzusteigen. Was hatten Sie für Pläne fürs zweite Halbjahr eigentlich? Ja, also ich habe bewusst nicht den ganz großen Kontakt zu einzelnen Spielern gesucht. Ich habe mit Lars Stindl mich länger ausgetauscht, weil den kenne ich so ein bisschen durch meinen Wohnort Hannover, und dadurch, dass er in Hannover gespielt hat, haben wir mal so einen Kontakt gehabt. Und denke, gerade auch als Kapitän, denke ich, hat er mir ein sehr gutes Bild von dem Ist-Zustand der Mannschaft präsentiert. Wir haben über das eine oder andere gesprochen. Ich denke, das ist erstmal das wichtigste Gespräch gewesen, was ich zu führen hatte im Urlaub. Ja, und was meine Planung fürs zweite Halbjahr angeht, ich sage ganz ehrlich, ich habe für mich so ein paar Vereine im Fokus gehabt, wo ich sage, wenn da was kommt, das würde mich interessieren, wenn dann auch die Gespräche dementsprechend laufen. Und dass ich jetzt hier sitze, zeigt Ihnen, dass Borussia Mönchengladbach einer von den Vereinen war. Es gab in der Zeit, wo ich jetzt relativ kurz raus war, es gab die eine oder andere Anfrage auch aus der Bundesliga. Aber das hat mich nicht so angefixt, dass ich jetzt sage, du musst jetzt sofort wieder rein. Aber als Max dann den Kontakt gesucht hat, muss ich ehrlich sagen, war das vom ersten Gespräch an, war da so ein Impuls, wo ich dachte, das würde ich gerne machen, wenn es zusammenpasst. Und ich glaube, wir haben in dem Gespräch, was vor allen Dingen Max und ich geführt haben, im Vorfeld der Verpflichtung, was mir sehr wichtig war, denke ich, haben wir grundlegende Dinge übereinbringen können, die für mich für eine erfolgreiche Zusammenarbeit einfach grunderforderlich sind. Und ich sehe diese Möglichkeiten bei Borussia, dass wir da eine erfolgreiche Zukunft gestalten können zusammen. Und deshalb war das der Grund, warum ich dann das zweite Halbjahr nicht mehr zu Hause bin und nicht mehr den Garten pflegen will und nicht mehr nur mit den Hunden gehen will und nicht nur Golf spielen will, sondern dann zieht es mich doch wieder auf den grünen Rasen. Petra Koch, Radio 90.1. Ja, Dieter, herzlich willkommen hier in Mönchengladbach. Ich weiß ja, dass du mit 18 Jahren hier deine Karriere begonnen hast, am Bökelberg noch. Ich gehe davon aus, dass du nicht 30 Jahre plus nur an Mönchengladbach gedacht hast. Aber wie weit ist es was Besonderes, jetzt zu dem Club zurückzukommen, wo man mal angefangen hat? Ja, es ist schon was Besonderes, weil wenn man dann nach Gladbach reinfährt, kommen die Erinnerungen hoch. Gestern Abend bin ich angekommen, habe ich noch zu meiner Frau gesagt, guck hier, da ist der alte Bökelberg gewesen, da war das Hotel, wo ich die ersten 6 Wochen gewohnt habe. Ja. Nein, es ist natürlich, wenn man so nach so einer langen Zeit zurückkommt, ist das schon etwas, wo man sagt, Mensch, hier hat mal alles angefangen, deine ganze Profikarriere, jetzt hast du die Möglichkeit, das, was mir damals ein bisschen vergönnt war, diesen ganz großen sportlichen Erfolg zu haben, will ich gerne dran arbeiten, dass man da ein bisschen nachhaltiger an die Decke zurückdenkt, wenn irgendwann mal die Zeit zu Ende geht. Ja, aber erstmal, denke ich, haben wir eine gemeinsame Zukunft, und auf die freue ich mich wahnsinnig, und ich hoffe einfach, dass ich einen bleibenden Eindruck hinterlasse. Christopher Lemropoulos für Sky. Ja, Frage für Max Eberl. Der Trainer hat ja die Frage schon geschickt umschifft nach Neuverpflichtungen. Können Sie uns da auf den Stand bringen? Wie sieht es aus? Jovetic wird gehandelt, Schein ist immer wieder ein Gerücht. Dann gibt es einen aus Sevilla, da kann ich den Namen nicht aussprechen. Vielleicht können Sie mir da weiterhelfen. Ja, den Namen müsst ihr euch merken. Den müsst ihr schon mal üben. Also es sieht so aus, wir sehen es gerade in den letzten Zügen, was diesen Transfer von Timothy Kolodziejczak, genannt Kolo, in Sevilla haben sie ihn abgekürzt, weil sie es auch nicht aussprechen konnten. Der ist gerade hier in Mönchengladbach. Wir machen gerade den Medizincheck. Wir hätten Einigungen mit allen Parteien, sodass wir hoffen, dass er morgen spätestens am Freitag mit ins Trainingslager fliegen kann. Das ist die Verstärkung, über die wir nachgedacht haben, sehr lange nachgedacht haben. Ein Spieler, der sehr, sehr gut in unser Profil passt, was wir für Spieler suchen.
unglaublich ehrgeiziger Spieler, der mit 25 Jahren zweimal die Europa League gewonnen hat, der mit 16 zum ersten Mal Champions League gespielt hat. Also ein Spieler, der schon einiges vorzuweisen hat und trotzdem eben seit 25 Jahren noch sehr, sehr jung ist. Also das wird ein Transfer sein. So hoffe ich, dass jetzt wirklich auch die Tinten dann alle trocken sein werden nachher, den wir machen werden. Und dann haben wir mit Dieter, oder sind wir so verblieben, dass wir gesagt haben, wir wollen in Ruhe den Kader anschauen, wir wollen wissen, wie Verletzten zurückkommen, wann sie zurückkommen und dann in Ruhe entscheiden, ob noch was zu tun wäre. Wir haben einen Kader, das haben wir vor der Saison gesagt, mit dem wir sehr, sehr zufrieden sind, mit dem wir unsere Ziele erreichen können. Das haben wir vor der Saison gesagt. Jetzt sind wir in einer Situation, wo die Ziele momentan etwas weiter weg sind. Trotzdem haben wir einen Kader, von dem wir in Mönchengladbach eben überzeugt waren und überzeugt sind. Alvaros Invalidität hat dazu geführt, jetzt reagieren zu wollen. Das gibt uns hoffentlich Handlungsspielraum, wenn auch die Verletzten zurückkommen. Und dann wird man in Ruhe entscheiden, ob noch was zu tun ist oder nicht. Uli Hartmann, Süddeutsche Zeitung. Ja, Max, der Kolo, ist der ein reiner Ersatz für Dominguez oder ist das auch schon ein Indiz dafür, dass es im Sommer mit Christensen schwierig werden könnte? Es ist ein Spieler, der unsere Möglichkeiten im Kader breiter machen lässt. Und was da mit Andreas im Sommer ist, das ist immer noch ein Thema, was zu klären ist, was aber kein, Kolo ist kein Indiz, dass Andreas nicht bleibt. Es ist einfach ein Spieler, der uns jetzt einfach mehr Handlungsspielraum ermöglicht, der im linken Fuß sowohl linker Innenverteidiger spielen kann, als auch linker Verteidiger spielen kann, also Stabilität uns geben kann, der mit seinen jungen oder mit 25 Jahren doch noch relativ jung ist und schon viel Erfahrung gesammelt hat auf höchstem Niveau. Und wie gesagt, das passt gut in unser Anforderungsprofil. Bernd Schneiders, Aachener Zeitung. Herr Hecking, Sie haben für Wolfsburg gearbeitet, in einem Club, der, was das Finanzielle angeht, zu den Top-Clubs in der Bundesliga gehört. Sind jetzt als nächste Station bei Borussia Mönchengladbach, Verein, der sich jeden Euro selbst erwirtschaften muss. Das heißt, Sie werden auch Abstriche gemacht haben, denke ich. Denken Sie, weil Sie eben gesagt haben, sechs hätten Sie vielleicht interessiert oder ein halbes Dutzend andere Vereine. Was hat Ihnen diesen finanziellen Abstieg versüßt? Über finanzielle Dinge wollen wir hier, glaube ich, nicht reden. Ja. Aber darum geht es mir auch gar nicht. Ja. Es geht mir darum, dass ich eine spannende Aufgabe sehe mit Borussia Mönchengladbach. Ich sehe einen tollen Verein, der in den letzten Jahren, denke ich, Hervorragendes geleistet hat. Nicht nur auf dem Platz, sondern auch im Umfeld, in der Wahrnehmung in Deutschland einer der beliebtesten Vereine ist. Ja, und daran haben sie mächtig gearbeitet. Das muss man ganz ehrlich sagen. Der sportliche Erfolg, der die letzten 5, 6 Jahre in Gladbach war, das ist nicht selbstverständlich, weil sie genau richtig sagen, das ist alles selbst erarbeitet worden. Ja, und das sind Dinge, die mich als Urwestfalen so ein bisschen auszeichnen. Ich liebe die Arbeit. Ja, mir macht es Spaß, 24 Stunden am Tag über Fußball nachzudenken. Und deshalb, das sind so Dinge, die Borussia Mönchengladbach einfach in Deutschland, denke ich, mit fast einzigartig machen. Diese Sympathie diesem Verein entgegenschlägt. Und wenn man hier selber mal, das ist zwar jetzt schon über 30 Jahre her, aber man hat das in sich, dieses Gefühl, was heißt Borussia Mönchengladbach. Ja, und das habe ich damals erleben dürfen in der Mannschaft, die sehr, sehr erfolgreich war, mit Jupp Heynckes als Trainer. Ja, und das sind alles Dinge, oder auch mit Helmut Grassoff damals in der Sportdirektion, wo auch immer schon seriös gearbeitet worden ist. Und diese Seriosität strahlt dieser Verein auch jetzt in der Neuzeit aus. Und das sind alles Dinge, die denke ich, sehr, sehr gut zu mir passen. Na, eine gewisse Gradlinigkeit, die man spürt. Und das hat gar nichts mehr mit der Mannschaft zu tun. Ich glaube, auch wichtig ist, dass man sich in dem Verein wohlfühlen kann. Und ich denke, das war mit ein Hauptgrund, warum ich dann den Weg auch hier nach Gladbach gegangen bin. Hinten in der Mitte der Kollege mit dem blauen Pulli. Tut mir leid, ich habe Ihren Namen nicht parat. Piet Keusen vom WDR. Herr Eberl, Sie haben in der vergangenen Woche ein bisschen die Stimmungsmache im Social Media kritisiert. Wie würden Sie jetzt die Stimmung mal weg vom Internet vielleicht bezeichnen? Ist das eine Aufbruchstimmung, die mit dem neuen Trainer jetzt auch einhergeht? Definitiv. Das empfinde ich so, das spüre ich so. Wir haben für uns das eben am Ende der Hinrunde so analysiert, dass eben ein Trott sich anbahnte. Und genau das sind genau die Gespräche, die wir eben zusammen mit André Schubert geführt haben. An der Stelle gilt es auch mal, dem André Schubert zu danken für diese 15 Monate, die er wirklich für mich hier Großartiges geleistet hat und mit uns in die Champions League gekommen ist.
Und das ist an der Stelle auch wichtig zu sagen. Aber man ist eben dann am Ende der Hinrunde in diesen Gesprächen dazu gekommen, dass man sagt, okay, wir müssen jetzt in der Rückrunde aufpassen. Bundesliga ist ein gefährliches Geschäft, wenn du in den Regionen bist, wo du gerade stehst. Und man hat noch zwei sehr, sehr interessante Wettbewerbe vor der Brust. Und dementsprechend haben wir gesagt, wir wollen diese Aufbruchstimmung. Ich empfinde diese Aufbruchstimmung so. Es ist immer so, ein neuer Trainer bringt neue Ideen, neue Ansprache, hat Vorstellungen, wie er was haben möchte. Jungs, die vielleicht bei dem einen Trainer in der Schublade waren, haben wieder eine neue Chance, sich zu zeigen. Es ist ganz normal in diesem Profifußball. Es ist nicht unsere Intention, so wie es ja auch dann letzte Woche gesagt worden ist, oder wie in diesem Kontext Hire-and-Fire-Verein zu sein, die Trainer reihenweise raushauen, wenn sie keinen Erfolg haben. Das ist überhaupt nicht unsere Intention. Unsere Intention ist, so lang wie es geht, an Trainern festzuhalten, ihnen das Vertrauen zu geben. Das haben wir gemacht in der Vergangenheit, das werden wir in Zukunft genauso machen, weil wir wissen, dass Trainer eben oftmals die ärmsten Schweine sind, die dann als erstes dran glauben müssen. Das darf aber nicht sein. Wir sind ein Verein, der Kontinuität leben will. Das haben wir in der Vergangenheit immer wieder getan. Das werden wir auch in Zukunft tun. Jetzt ist es aber so, dass wir einen neuen Trainer haben, wo ich mich auch sehr freue, dass er da ist, der Dieter. Und da ist diese Aufbruchstimmung eben einfach da. Und wie gesagt, wir haben spannende Aufgaben. Wir haben eine problematische Situation in der Bundesliga zu lösen. Wir haben aber trotzdem zwei spannende Aufgaben mit Pokal in Europa und dem DFB-Pokal, die wir als Motivation nehmen sollen, in eine Vorbereitung zu gehen, die kurz ist. Aber die knackig sein wird, die knackig sein wird. Uli Hartmann, Süddeutsche Zeitung, nochmal. Max, ich nehme mal an, dass du nicht nur André Schubert verantwortlich machst für die schwachen Leistungen der Mannschaft zum Ende der Hinrunde. Hast du der Mannschaft, den Spielern mal ins Gewissen geredet? Was wirfst du der Mannschaft vor? Es ist nicht einer, der schuld. Es ist immer alle. So wie im Erfolgsfall sehr viele dafür verantwortlich sind, ist es auch im Misserfolg, dass viele ihren Anteil dazu beigetragen haben. Ich denke, dass wir als Mannschaft Stabilität haben müssen. Wir müssen natürlich das, was wir in den Spielen hatten, wo Dieter sagt, die Spiele hingen am seidenen Faden, diese Konsequenz vom Tor, wir haben teilweise Torchancen 8, 9, 10 Stück gehabt, haben ein Tor gemacht, haben 2 bekommen, damit verlierst du die Spiele. Es ist in der Bundesliga einfach so. Und da ist eben jeder Spieler auch von uns in den Urlaub geschickt worden, sich an die eigene Nase zu packen, sich zu überprüfen, was ist gelaufen in der Hinrunde und vor allem, was muss ich jetzt in der Rückrunde besser machen, worauf muss ich achten, diesen hundertprozentigen Fokus zu legen auf den Mannschaftserfolg, nicht an sein eigenes Ego zu denken, sondern an den Mannschaftserfolg zu denken. Aber wir haben eine saubere Mannschaft, wir haben, das habe ich auch oft genug gesagt, wir haben eine integere Mannschaft, die sich unglaublich viel zu Herzen genommen hat und das müssen sie versuchen auch ein bisschen wegzustreifen. Sie müssen Misserfolgserlebnisse wegschieben und ihre Qualitäten wieder auf den Platz bringen. Das ist das, was wir benötigen, weil die Qualität von den Spielern, die Qualität von der Mannschaft, davon sind wir überzeugt. Bernd Schneiders, Aachener Zeitung. Herr King, Sie haben gerade gesagt, dass Sie ein Typ sind als Urwestfale, der für Arbeit steht. Jetzt finden Sie eine Mannschaft vor, die in Ihren besten Zeiten, die ja noch nicht so lange her sind, aber eigentlich weniger über die Arbeit, mehr über das Künstlerische fast gekommen ist. Ist das damit automatisch auch ein Ansatzpunkt für Sie, wenn Sie Ihre Arbeit aufnehmen im Fußballerbereich? Also ich glaube, Künstler müssen auch hart arbeiten, damit das Kunstobjekt dann gut wird. Ja? Und das eine schließt ja das andere nicht aus. Ja? Also ich glaube, ich weiß, dass ich hier eine sehr spielstarke Mannschaft vorfinde. Ja? Das habe ich ja nun oftmals auch selber erfahren müssen, wie schwer es war, gegen Borussia Mönchengladbach zu spielen als Gegner. Und diese Stärke, diese Qualität, die gilt es unbedingt auf den Platz zu bringen. Also ich will jetzt nicht nur eine grätschende Mannschaft haben, aber wir müssen schon Zweikämpfe gewinnen. Ja? Wir müssen schon sehen, dass wir gegen den Ball mit Tempo arbeiten. Das ist ja, wenn man die Bundesliga sich anguckt, gerade die Mannschaften, die jetzt erfolgreich sind, ne, die man gar nicht so auf dem Schirm hatte, die leben von einer Geschlossenheit, die leben von einer unwahrscheinlichen Dynamik gegen den Ball und dann hat man auch irgendwo die Möglichkeit, in eine schnelle Balleroberung zu kommen und dann kommt das schnelle Umschaltspiel. Das ist nun mal in der Bundesliga momentan das favorisierte Stilmittel, wie die Bundesliga zuhauf spielt in der Bundesliga und ich glaube, Borussia Mönchengladbach bietet mir alle Möglichkeiten, genau das zu spielen, aber die Grundvoraussetzung ist immer die Arbeit gegen den Ball. Bei allen guten Mannschaften ist zu sehen, wenn da die Abläufe stimmen, ja, und dann kommt die individuelle Qualität, die Borussia Mönchengladbach absolut hat in der Offensive, dann kann man erfolgreich im Fußball spielen und attraktiv spielen. Und ich glaube, das war immer mein Ziel, dass meine Mannschaften offensiv ausgerichtet bleiben. Aber das andere darf man eben nicht außer Acht lassen. Petra Koch, Radio 91. Max, du hast uns ja eben netterweise gesagt, dass Kolo sozusagen eingetütet ist und wahrscheinlich morgen vorgestellt wird. Jetzt hast du ja bis zum 31. Januar noch Zeit. Wie aktiv werdet ihr denn noch?
das habe ich versucht in der Antwort so ein bisschen einzubauen. Also das ist erstmal der Kader, dann, mit dem wir auch in die Rückrunde starten werden. Ob es dann das ein oder andere noch zu ergänzen gilt, wir sind beide keine großen Freunde von Wintertransfers, das habe ich auch schon oft genug gesagt. Jetzt war es notwendig, eben was zu machen, um Stabilität zu bekommen. Das, was eben auch das Wort für die Rückrunde sein muss, Stabilität in die Mannschaft zu bekommen. Dafür brauchen wir einen Spieler, der das vorleben kann. Davon ist Kolo einer, aber auch der Rest, den wir haben, nochmal, das ist Qualität. Qualität, die eben nicht durchgängig in der Hinrunde auf den Platz kam, aber wir haben auch da schon sehr, sehr gute Spiele gemacht. Dementsprechend werden wir jetzt nicht aktionistisch Riesenaktionen fahren und den Kader aufblähen, weil dann kommen im Februar, Anfang Februar vielleicht Patrick und Ibra zurück und Fabian Johnson ist wieder da und Marvin Schulz ist da und auf einmal hast du 30 Mann im Kader. Da ist keinem mitgeholfen. Also wir haben einen Kader, wo jetzt eben auch Jungs wieder zurückkommen. Chris Kramer kommt wahrscheinlich wieder zurück, ein Toni Janschik kommt wahrscheinlich wieder zurück, ein Mamadou Doucouré wird einsteigen. Also wir werden schon eine schlagkräftige Gruppe haben, die wir aber auch nicht zu groß werden lassen wollen. Achim Müller für den Express. Frage an Dieter Hecking. Herr Hecking, auf der Pressemitteilung ist zu lesen, dass Sie das Trainerteam ein bisschen umkrempeln. Der Manfred Stefels wird ausscheiden. Können Sie da mal ein bisschen die Beweggründe erläutern? Ja, es ist natürlich so, dass man als Cheftrainer immer seine Vorstellung hat, was einen Trainerstab angeht. Ich bin ein Freund von kleinem Trainerkreis, ja, und trotzdem will ich gar nicht so viel verändern. Nur bei Manni Steves war es eben so, dass ich mit Dirk Bremser einen langjährigen Wegbegleiter mitbringe nach Gladbach, ja, mit dem ich sehr vertrauensvoll und loyal seit 16 Jahren zusammenarbeite und Frank Heideck eben hier, gerade was die Analyse der Gegner angeht, die eigene Analyse angeht, ein fester Bestandteil ist des Trainerstabes und Manni Steves eben für den Übergangsbereich verantwortlich zeichnet und deshalb haben wir da mit Max drüber gesprochen, über die Personalie Manni Steves, den ich schätze. Ich kenne ihn schon lang genug. Es ist immer bitter, wenn man dann einem sagen muss, dass er nicht zum engeren Kreis der Profiabteilung in Zukunft gehören wird. Aber ich glaube, Manni hat trotzdem so viele Berührungspunkte mit uns, dass er uns nicht verloren geht. Und ich hoffe, dass er die neue Aufgabe genauso mit dem Elan erfüllt, wie wir das von ihm erwarten. Michael Rüberg von der WAZ. Mikro kommt. Weiter hinten, Daniel. Deine Seite, ja, oder so. Ja, Frage an Herrn Hecking. Ich habe in einem Interview gelesen, dass Sie, ja, wie soll ich sagen, in der Süddeutschen war es, glaube ich, international, das war Ihr großer Fokus oder sagen wir mal so, Ihre große Zielsetzung bei Wolfsburg. Nun ist Max Eberl bei den Zielsetzungen ja sehr vorsichtig, sagt einstelliger Tabellenplatz immer wieder. Welche Zielsetzung haben Sie denn mit Borussia Mönchengladbach hier? Also nochmal, ich glaube, im Moment gilt es jetzt nicht davon zu sprechen, dass wir am Ende der Saison Dritter, Vierter, Fünfter noch geworden sind. Wenn das passiert, ja, dann sitzen wir aber hier zusammen, da haben wir richtig was zu feiern. Ja, also da bin ich aber weit von entfernt, dafür bin ich zu sehr Realist. Ich glaube, dass die Situation in der Bundesliga ist extrem eng. Ja, wir haben es schon ein paar Mal jetzt gesagt, wie eng die Spiele zum Teil ablaufen. Du kannst nicht vorhersagen, dass du jetzt mal eine Serie hast. Wenn wir sie bekommen, wenn wir diesen Lauf bekommen, nehmen wir ihn gerne mit. Ja, aber es gilt wirklich darum, wir haben mit den beiden Auswärtsspielen gleich zu Beginn der Rückrunde Darmstadt-Leverkusen schon zwei Aufgaben. Ich habe irgendwo gesehen, Auswärtsschwäche muss behoben werden. Ja, da haben wir schon ein Übel, was wir da mit uns herumschleppen, aber das kriegen wir auch in den Griff. Ja, aber nein, es ist wirklich so, du musst die Bundesliga erstmal annehmen. Und wenn du in der Bundesliga erfolgreich bist, dann kommt Europapokal, dann kommt der DFB-Pokal. Ja, aber das sind für mich zwei Wettbewerbe. Bis die Spiele kommen, ist erstmal viel an Punkten zu vergeben in der Bundesliga. Und da sollte man möglichst viel mitnehmen, weil dann hast du auch das Selbstvertrauen, um in diesen beiden Wettbewerben dann möglichst erfolgreich zu sein. Und Max hat gesagt, er will mal was Blechernes in der Hand haben. Ich sage, ich kann nur sagen, wenn man einmal den Pokal gewonnen hat, dann ist das der schnellste Weg in Deutschland, einen Titel zu holen, solange wie Bayern München da ist. Ja, und wenn man die Chance hat und wenn man eine günstige Auslosung hat, ja, wir würden sehr, sehr gerne nach Berlin fahren. Ja, ob das dann so kommt, nur wenn ich dann in Berlin bin, dann, das habe ich auch in Wolfsburg damals gesagt, als wir gegen Dortmund gespielt haben, dann fahre ich nicht dahin, um den anderen zu gratulieren, dann will ich es auch gewinnen. Aber das ist mir zu weit weg. Für mich ist jetzt wichtig, die 2,5 Wochen Vorbereitung, dann Darmstadt Leverkusen sehr, sehr erfolgreich möglichst in die Rückrunde zu starten. Und dann, denke ich, kommt man in so eine Situation rein, wo das Selbstvertrauen wieder zurückkommt, wo der Spaß, die Begeisterung wieder bei der Arbeit ist. Und das will ich wieder gerne in die Mannschaft reinbringen. Das ist, glaube ich, die Hauptaufgabe. Und alles andere nehmen wir gerne mit. Bernd Schneiders, Aachener Zeitung. Herr King, es ist bekannt, wie wichtig Ihnen Ihre Familie ist. Wie werden Sie sich organisieren? Werden Sie pendeln oder werden Sie versuchen, das ein bisschen hier ins Rheinland zu verlagern? Wie
Was haben Sie davor? Ja, es ist halt so, dass die Kinder sind natürlich mittlerweile größer geworden, das muss man mal vorweg schicken. Natürlich, meine Frau ist nicht ganz so glücklich. Die hat die Zeit, wo ich zu Hause war, sehr genossen, weil da war wieder einer, der ein bisschen unter die Arme greifen konnte, wenn auch nur mit halber Kraft, das sage ich auch so, der Hausmann bin ich nicht. Ja, aber nein, es ist natürlich klar, als Fußballtrainer hast du nicht die Auswahl. Und ich hatte jetzt zweimal das Glück, in Hannover und auch in Wolfsburg, Heimatort mit Arbeitsplatz in Verbindung bringen zu können. Es ist 270 Kilometer, das ist machbar, aber natürlich werde ich mir hier in Gladbach was suchen. Ja, meine Familie, ein Sohn, der macht jetzt gerade ein Praktikum in Luxemburg, der zieht nach Aachen, die zweite Tochter zieht nach Hagen in Kürze. Also sie schieben sich alle auch wieder mehr so Richtung Westen. Ja, meine Frau wird allerdings weiterhin in der Nähe von Hannover wohnen bleiben und das ist mir auch wichtig, dass wir da unseren sozialen Mittelpunkt haben weiterhin. Aber meine Familie ist das mittlerweile dann doch gewohnt, dass sie sich dann auch auf Reisen machen muss, um mich zu sehen. Und wir haben das als Familie in den letzten Jahren immer sehr gut hinbekommen. Und das wird auch in Zukunft so sein. Uli Hartmann, Süddeutsche. Ganz kurz, Max, verzeih noch zwei Fragen zum alten Trainer. Wird André Schubert möglicherweise im Verein eine Aufgabe übernehmen? Wird er sicher ausscheiden? Und zweite Frage, ist es doch ein bisschen ärgerlich, dass man im Herbst noch mit ihm verlängert hat bis 2019? Beides nein.